So Leute, dann gucken wir mal, was Hebel ansehen. Ja, ich weiß, es sind überall Hebel. So. Hugo, kümmerst du dich darum? Nein, 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 nein. Da will ich den reinschicken. Ne? Das ist keine gute Idee. So, wir haben hier erstmal eine Art Staudamm oder Stauklappe. Die müssen wir zumachen. Und dann kommt hier auch kein Wasser mehr durch und somit dürfte dann die Mühle anhalten. Wir ziehen aber erstmal hier dran. Hier mit bremse ich die, okay. Langsamer. Ein bisschen Optimismus vielleicht. Wir müssen zuerst das Rad anhalten, sonst nimmt das ein böses Ende. Melly, übernimmst du? Ah ja, genau. Aber wieso? Das verstehe ich nicht. Es funktioniert. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch rüber. Ja. Soll ich das machen? Das überlasse ich dir, Hugo. Ja. Nee, Hugo macht es. Aber da drüben ist auch noch was. Ich sehe nichts. Warte. Ja. Dein Einsatz, Melly. Bisschen umständlich, ehrlich gesagt. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. War das gut? Oh mein Gott. Siehst du ein Kinderspiel? Boah, hab ich mich erschrocken gerade. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen wir haben die Mühle besiegt. Don Quixote oder was? Boah, eine Werkbank. Ich freue mich immer bei einer Werkbank. Und was ist da drin? Da ist da noch ein Hufeisen und so. Wieso komme ich da nicht rein? Hallo? Warte mal. Kann man das irgendwie aufballern? Gut gesehen. Danke. Yeah. Nice. Komm, Melly, wir versuchen hochzuklettern. Also schön. Und was ist mit mir? Wir sind bald zurück, versprochen. Na gut. Hier ist nicht viel. Hey, und was ist es denn? Ein Hufeisen. Toll, wir sind reich. Das macht uns zwar nicht reich, aber Glück können wir gut gebrauchen. Glück? Im Wenn sich das Glück unter Pferdehufen fände, wären Hufschmiede die Herren der Welt. Schon cool. Die Dialoge, die feiere ich. Oh, ich habe hier irgendwas vergessen. Aber das ist auch echt kein Spiel, wo ich auf die 100% gehe. Das ist so einfach ein pures Storytelling-Game. Auch wenn ich... Wir mal sehen zum Schluss. Hier durch. Na los. Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Nach Erde? Oh, da ist wieder das Aquädukt. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen Aquädukt. An euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Oh nein, die Gegend wieder soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Hier haben also Leute gelebt? Ja, aber sie sind fort. Wohin sind sie denn? Woanders hin. So wie wir. Ja. So ja. Wie wir. Oh. Kennst du dich vielleicht? Weißt du, glaube ich. Niemand mag ihn wegen der Dornen. Aber er ist gut fürs Herz. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Das weiß ich von Mama. Und jetzt bringst du es mir bei. Zeigst du mir dann, wie man die Schleuder benutzt? Abgemacht. Ja, ja. Die kommen sich ein bisschen näher. So. Fürs Herz. Und Atembeschwerden hat das gelindert. Also, das ist krass. Letztes Mal auch bei Garden Flipper, jetzt in diesem Spiel. Gut, bei Garden Flipper war es Unkraut, aber ich habe jetzt noch so ein bisschen nur ein Abstecher. Über Unkraut, wie man das so sagt dazu.
Na, ein bisschen informiert, da kann man echt vieles essen. Und es wächst auch hier überall. Aber nicht umsonst alles irgend so heilende Kräfte oder was man denen so nachsagt, den ganzen Kräutern. Durchaus berechtigt, würde ich sagen. So. Oh, hier komme ich rein. Hä? Aber weiter komme ich nicht. Akadukt, hat der Junge gesagt. Hugo. Der sagt dazu einfach mal Akadukt. Ja, und dieser Baumstamm, der weist mir jetzt den Weg. Amicia. Oh, Hugo, nein. Was ist denn? Komm her. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp. Er hat irgendwas am Hals gehabt, ne? Man hat so die... Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Da mir seht ihr das gut. Im Hals? Lukas, man sieht seine Adern. Bremsen. Voll die Krampfadern. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Okay, da will sie nicht lang. Hallo? Ich wollte ja nur mal gucken, ob da nicht doch noch irgendwas ist. Oh, ich kann nur gerade laufen jetzt mit ihm auf dem Rücken. Also ich kann nicht seitwärts Amicia, laufen, per A und D. Ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Oh, endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. War eine weite Strecke. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch, sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Oha. Der Arthur, nee, der Lukas hat irgendwas erzählt. So, siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber, ich brauche Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Stimmt. Und schade, ich dachte, ich könnte bei der im Versteck ein bisschen looten. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Devorantes. Was? Devorantes. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Ja, wenn du mir sagst, wie es geht. Gut. Los, ziel auf den Helm. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Warte, bis ich dich finde.
Na los, ich erzähle allen, dass ihr... Ich verstehe. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Echt mal. Was ist los bei dir? Husch. Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Kommt, wenn ich die erwische. Weißt du, wo die Schleifsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Die Frage ist ja nur jetzt. Was? Was war das? Wenn ich dich finde, werde ich dir zeigen, was schmerzt. Ich sagte doch, ich kriege euch. Was soll das, Rumgehampel? Ha? Bringt mir bloß nichts. Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos, sagt sie. Sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Akadukt? Wo ist das Château d'Ombrage? Château d'Ombrage. Mann. Labert nicht durcheinander. Das war voll die Verschwendung gerade. Ich glaube, das lag daran, dass ich hier irgendwie das Falsche ausgewählt hatte. Aber was hatte ich? Inventar ist voll. Gib dir gleich voll. Vor allem hier unten, ne? Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Bitte wichtig, Sarah. Aber hier sind überall Spuren. Hier wimmelt es von Wildschweinen. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Hugo, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und tötet die anderen. Sofort. Sie suchen immer noch nach mir. Okay. Ja, jetzt muss ich erstmal wissen, wie die sich bewegen, wo die hingehen, wo die sich positionieren. Wer wo Wache schiebt. Der genau vor uns, kann doch nicht sein jetzt. Ja, jetzt geht er weg. Okay, sehr schön. Das nutze ich aus. Bis nach hier. Ist da noch einer? Ja, ne? Ach, doof. Das ist gefährlich, glaube ich. Er sieht uns. Er wird uns sehen. Boah, knapp. Hat er echt nicht? Voll der Blindfisch. Cool. Komme ich aber nicht hin. Was war das für ein Geräusch? Du guckst nicht? Sehr schön. Brav. Stimmt, du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Mir klingeln jetzt noch die Ohren. Aber wir haben den Halunken erwischt. Lol, da läuft die einfach so da raus. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Oh, Scheiße. Das ist ein komisches Geräusch. Und? Immer noch nichts? Das sind doch bloß Kinder. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo im Gebüsch. Bloß Kinder? Dafür suchen aber jede Menge Männer nach ihnen. Und der Großinquisitor setzt Senior Nicolas ganz schön zu. Nicolas hat schon Schlimmeres erlebt. Man, ich muss zurück. Sonst den roten Mönch. Nein, da komme ich nicht hoch. Nichts. Gar nichts. Boah.
Oh, da komme ich wieder nicht dran. Wop. Hey, da schon wieder. Eine Sekunde. So, und wenn er zurückläuft, kann ich es vielleicht darüber schaffen. Noch immer nichts. Drehe ich langsam durch? Ja, definitiv.